Letzte Woche habe ich euch gezeigt, wie ihr die KI-Kameraden in Ghost Recon Breakpoint noch immersiver machen könnt. Heute zeige ich euch, wie ihr die maximale Immersion aus den Fahrzeugen herauskitzelt. Und als kleinen Bonus gibt's noch Helikopter und Flugzeuge obendrauf. Beginnen wir mit den Fahrzeugen. Den ersten Punkt hatten wir schon letzte Woche, aber ich wiederhole es hier jetzt trotzdem nochmal, weil es gerade passt. Und zwar, wartet vor dem Losfahren, bis die KI-Kameraden eingestiegen sind. Also lasst nicht zu, dass sich die Kameraden zu euch teleportieren. Außerdem, lasst keine Fahrzeuge an einem Biwak spawnen. Das könnt ihr entweder selbst so spielen oder ihr stellt direkt in den Einstellungen ein, dass keine Fahrzeuge an einem Biwak gerufen werden können. Fangt zudem an, in Anführungszeichen realistisch zu fahren. Das heißt, fahrt nicht einen fast senkrechten Berg mit Vollspeed hoch oder fahrt mit einem Sportwagen durchs Unterholz oder lasst euch irgendwie absichtlich irrsinnig tief fallen mit irgendwas oder führt irgendwelche Stuntsprünge durch. Außer natürlich, ihr habt ein Fahrzeug, das das ab kann. Also zum Beispiel ein Crossmotorrad. Und zudem nicht mit einem Sportwagen durchs Unterholz zu fahren, passt auch der nächste Punkt ganz gut. Und zwar simuliert liegen bzw. stecken bleiben des Fahrzeugs. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Sportwagen, also angenommen ihr fahrt auf der Straße und aus irgendeinem Grund kommt ihr von der Straße ab und landet im Matsch. So ein Sportwagen kommt aus so einem tiefen Matsch nicht mehr raus. Also in echt, im Spiel schon. In dem Fall könntet ihr dann zum Beispiel das Steckenbleiben des Autos simulieren, indem ihr gleichzeitig die Vorwärts- und die Rückwärtstaste drückt, also gleichzeitig Gas und Bremse betätigt. Mit der Handbremse geht das nicht, aber mit der normalen Bremse geht's. Und auf ähnliche Weise könnt ihr natürlich auch das Liegenbleiben des Fahrzeugs, keine Ahnung, aufgrund von Spritverbrauch oder was euch sonst so einfällt, simulieren. Das war's schon mit den Fahrzeugen. Kommen wir zu den Helikoptern und Flugzeugen. Bei einem reinen Transit, also wenn ihr nur von Punkt A nach Punkt B fliegt, also zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt gerade eine Mission erledigt, habt dort einen Heli geklaut und wollt zurück nach Erewhon, dann fliegt relativ hoch. Bei einer Infiltration oder halt so beim Flug zum Einsatzort, dort könnt ihr dann gegebenenfalls tiefer fliegen, um zum Beispiel unter dem Radar zu fliegen. Im Normalfall solltet ihr einen Helikopter oder ein Flugzeug auch landen. Die Landung dann aber auf Flächen, die groß genug sind. Ich weiß, man kann bei Breakpoint auch mit einem Helikopter auf einer Baumspitze landen, theoretisch. Aber wir wollen das Ganze ja immersiver machen, deshalb immer Flächen, die groß genug sind, sowohl beim Helikopter als auch beim Flugzeug. Der nächste Punkt trifft unter anderem auch mich ganz hart, weil ich auch schon bei Ghost Recon Wildlands, genauso wie hier bei Ghost Recon Breakpoint, das Fallschirmspringen so liebe. Aber springt im Regelfall nicht ohne Beschädigung des Fluggeräts ab. Und wenn ihr doch mal ohne Not abspringen solltet oder es eure Mission in Anführungszeichen erfordert, dass ihr per Fallschirm reinfliegt, dann springt so aus dem Fluggerät ab, dass das Fluggerät im Wasser landet. Denn ihr wisst nie, ob nicht doch irgendwie ein Zivilist, ein Outcast oder sonst irgendjemand unten auf dem Boden rumläuft und dann nichtsahnend von einem Fluggerät erschlagen wird. Davon abgesehen ist so eine Explosion ja auch ein bisschen laut. Wenn ihr im Koop mit anderen Menschen spielt und einer eurer Kameraden wartet bereits in einem Helikopter mit laufendem Rotor, dann nähert euch nur geduckt dem Helikopter, um einzusteigen, wie auch oft im echten Leben. Nächste Woche besprechen wir übrigens, wie du die Drohne immersiver nutzen kannst. Ein Abo dalassen lohnt sich also. Hier links findest du die restlichen Videos dieser Videoreihe und rechts findest du die Playlist mit meinen Tutorials, Tipps und Tricks zu Ghost Recon Breakpoint. Schau da auf jeden Fall auch gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.